Alles neu macht der Mai. Zumindest in Pfullingen. Denn in der dortigen Stadtmitte gibt es ab dem heutigen Donnerstag einen farbenfrohen Maibaum zu bestaunen. Der Trachtenverein Die Echertstaler hat dort trotz Corona-Zeiten die Tradition des Maibaumstellens fortgeführt. Denn den Trachtenträgern war es ein Anliegen, dass die Pfullinger auch in diesem Jahr nicht auf den geschmückten Frühlingsbaum verzichten müssen. So wurde unter Einhaltung der aktuellen Pandemievorschriften, also nach Schnelltest und Maske, ein großer Maibaum aufgestellt.